Ja, es ist hier bei der NotCon mit Markus Heitz. Vielen Dank für die Zeit. Ja, sehr gerne. Gucke ich eigentlich in die Kamera oder zu dir gleich? Zu mir. Alles klar, gut. Ja, wäre ganz gut. Dann, nicht, dass wir das vorher nicht abgesprochen hätten. Das war nur so ein Gag zum Auflockern. Genau, richtig. Das ist immer so. Ja, du hast es hier gerade gelesen, unter anderem aus Aera. Jawohl. Geschrieben A-Aera, aber Aera gesprochen. Richtig. Das kommt jetzt im Juli raus oder geht's los. Warum möchtest du da oder machst du da eine serielle Version davon? Also du bringst ja monatlich, wöchentlich ein raus. Tatsächlich wöchentlich. Ursprünglich hatten wir vorgesehen, alle zwei Wochen, alle 14 Tage. Dann wurde uns aber schon mitgeteilt, auch von den Händlern, dass die Leute gerne Woche für Woche neue Abenteuer hätten. Und das heißt, schon diese zwei Wochen sind ein Tick zu lang. Man kennt das von früher, von den klassischen Serienheften, von Jerry Cotton oder sonst irgendwas, die alle wirklich jede Woche erschienen sind. Also haben wir gesagt, geschrieben sind sie ja eh schon und dann bieten wir der Leserschaft jede Woche ein neues Abenteuer. Und warum jetzt dann diese Serielle und nicht einfach auf einen Haufen mal alle raus? Wir starten damit als E-Book und E-Book hat natürlich die Möglichkeit, dass du schneller auf was reagieren kannst, dass du auch mehr Sachen ausprobieren kannst. Und das ist für mich auch der Reiz, rauszufinden, wie die Leute auf dieses Thema reagieren. Das in der Gestaltung, in der Darreichungsform schon neu ist und da bin ich echt drauf gespannt. Also sprich, wenn jetzt die Zuschauer, sagen wir mal, in den sozialen Netzwerken total steil gehen und sagen, oh, die Figur, die können wir nicht leiden, dann lässt sie entweder sterben oder gibt es dir absichtlich noch mehr Zeit? Also die erste Staffel ist fertig, da wird auch nichts mehr dran geändert, aber je nach Rückmeldung, vielleicht kommen da irgendwelche spannende Impulse, die man aufgreifen kann, an die ich ja so nicht gedacht habe. Das kann passieren, obwohl ich natürlich schon weiter gedacht habe. Dazu bietet sich dieses Genre und gerade auch diese Welt zu sehr an, das einfach nur liegen zu lassen. Falls im Hintergrund ein Rattern hören, wir sind in der Nähe des Glücksrates, das ist total toll. Ja, vielleicht haben wir da auch noch Glück. Ja, dann Aera ist ein bisschen was anderes, als du bisher gewohnt ist von dir. Das spielt ja quasi mehr oder weniger hier und jetzt, nur ein bisschen anders, mit so ein paar 1, 2, 3 Göttern. Fass mal ganz kurz zusammen die Welt. Also ein, zwei, drei, ein paar Götter ist ein bisschen untertrieben. Der Gag bei Aera besteht darin, dass zu einem gewissen Zeitpunkt alle Götter, die es jemals auf der Welt gab, zurückkehren. Egal wo, Nord-, Mittel-, Südamerika, Europa, Afrika, Japan, überall. Alle Gottheiten, zu denen die Menschheit jemals gebetet hat, kommen zurück. Außer dem einen, / die drei Fraktionen betrifft, Christen, Juden und Moslems, die gehen leer aus. Der Gott erscheint nicht. Das heißt nicht, dass es ihn nicht gibt, er taucht halt gerade nur nicht auf wie die anderen. Vielleicht sind sie auch schon unterwegs, inkognito, man weiß es nicht. Aber durch diese Veränderung des Gefüges, dass plötzlich ganz viele Götter am Glücksrad drehen und wieder zurückkehren, ändert sich die Welt komplett. Und in dieser Welt, die jetzt natürlich sich ändern muss, weil die Götter sagen, so Freunde, wir müssen mal über ein paar Machtverhältnisse hier reden und so geht das nicht, gibt es einen Helden, Maleus Borot, und der ist Atheist. Was eine ziemliche Herausforderung ist in einer Welt, die jetzt von Göttern auch besiedelt ist, bevölkert ist, immer noch Atheist zu sein. Und er ist Investigator, wie es so schön heißt, also Inspektor bei Interpol. Und man kann ihn als Ermittler engagieren. Und er rückt immer dann aus, wenn eventuell ein göttliches Einwirken im Spiel ist. Wo also andere Leute sich stundenlang erstmal in den Dreck schmeißen und vor einer Gottheit hin und her kriechen, sagt er, ist mir total egal. Ich ermittle, was hier passiert ist und finde raus, was sich wirklich zugetragen hat. Also Götter sind auch nur Menschen quasi? In dem Fall ja. Und wenn man sich ja die alten Legenden anguckt, griechische, römische sagen, die haben sich jetzt nicht viel anders benommen. Und ne, also wenn die Herrschaften da mal kurz vom Olymp runtergekommen sind und sich vergnügt haben, die werden sich da nicht großartig ändern. Vor allem Zeus, der hat ja doch durchaus ein paar Kinder. Ich wollte das jetzt so nicht sagen. Aber bei mir herrscht auch Gleichberechtigung, was das angeht. Bei mir vergnügen sich Göttinnen ebenso, natürlich. Und das macht es natürlich auch komplizierter für den Rest der Welt. Das sind ja jetzt doch ein paar mehr als jetzt, sagen wir mal, 12. Sondern, ja. Du hattest vorher erwähnt, ich glaube, einige tausend bei den Indern. Ja, also ungefähr 30.000 in der hinduistischen Abteilung sozusagen, wenn man die ganzen Avatare mit dazu zählt. Die Kelten kommen auf knapp 300. Die Griechen und die Römischen sind die Überschneidungen, also sie sagen ja oft, sind die gleichen, heißen nur anders, aber sehen im Grunde doch gleich aus. Und es ist total spannend, wenn man sich anguckt, welche Gottheiten es gibt und welche Ähnlichkeiten es doch tatsächlich gibt. Zum Beispiel im japanischen Bereich gibt es einen Gott, der heißt Susanoo, und der ist auch so ein Schalkgott, genau wie Loki. Also der sorgt ständig dafür, dass die Götter sich gegenseitig, er reizt die immer, macht Scherze mit ihnen, bis er sogar dort des Götterhimmels verwiesen wird. Also große Ähnlichkeiten halt mit der nordischen Abteilung. Total spannend, dass die Menschheit sich dann doch wieder Götter, Entitäten gebaut haben, die doch ganz stark an ihn angelehnt sind. Das ist schon spannend.
Und wie lange hast du jetzt dafür letztlich recherchiert? Weil, wie gesagt, das sind ja doch mehr als, sagen wir mal, mittlerweile 30.000. Jetzt zu sagen, im Vorfeld, ich habe mich 3 Jahre damit beschäftigt, wäre gelogen. Dadurch, dass es einfach so furchtbar viel sind, zu denen die Menschheit früher gebetet hat, auch zu den verschiedenen Jahrtausenden. Götter waren mal in, dann waren sie wieder out. Man gräbt als Archäologe irgendwelche Heiligtümer aus, von denen sie einfach nicht wissen, wir haben keine Ahnung, zu was sie gebetet haben. Es könnte irgendein Fruchtbarkeitsgott sein, aber wir wissen es halt nicht, weil es schon über 2000 vor Christus her ist. Total spannend. Und da wird geguckt, was gibt es vor Ort, wen brauche ich, wen nehme ich als Gesetz, den die Leserschaft auch kennt. Also wenn ich jetzt nur mit exotischen Göttern irgendwie schmeiße, sagen die Leute, ne. Aber jetzt einen zweiten Percy Jackson zu bauen, ist genauso unsinnig, dass man halt nur diese griechisch-römischen Abteilungen nimmt. Und dann eine gute Mischung aus allem. Das habe ich gebaut und da habe ich dann punktuell genau für die zuständige Gottheit recherchiert. Kurzer Schwenk, erst kürzlich kam ja die Zwerge, Band 5 mittlerweile raus. Ja, ich bin schon nicht mehr hinterher. Ja. Ist ja jetzt mittlerweile, es taucht schon wieder ein Tungdeal auf. Ja, so viel gab es nicht. Es ist jetzt der zweite, wenn man so möchte. Ja, ja. Oder auch vielleicht der dritte, wenn es ja original ist. Oder der dritte. Ja. Wie viele werden da noch kommen? Was meinst du? Ich wäre ja schön blöd, wenn ich die Frage jetzt beantworte. Ne? Nein, aber irgendwann ist der Gag auch mit, oh mein Gott, es kommt schon wieder einer. Dann kann man es nur noch als Gag machen. Dann könnte man nur noch so Persiflage draus machen. Welchen Tungdeal hätten Sie denn heute gerne? Nummer 314 ist jetzt gerade auf dem Weg nach oben. Nee, das wäre Quatsch. Die Karte ist gespielt, zumindest aus meiner Sicht. Man kann immer wieder mal damit spielen, um vielleicht noch was aufzuzeigen. Aber jetzt im nächsten Band noch einen Tungdeal ans Licht zu schicken oder noch, das, nein. Aber wir sehen ja... Das wäre auch mir als Autor zu langweilig. Dann wäre der Gag ja vollkommen totgeritten. Das stimmt. Wir sehen aber auch einige andere bekannte Personen. Natürlich Ingrimsch. Wir sehen Carmondai wieder und auch die Botoiker. Mhm. Kann man ja schon mal, so viel kann man schon mal verraten. Ohne dass man so viel verraten. Genau. Was ist dann mit Tungdeal Zo und Baludil? Kommt der auch wieder? Da wurden ja Sachen angedeutet. Also der eine sagte, naja, eigentlich war er der Sohn. Dann sagt der andere, nee, eigentlich war der ja tot. Und das ist ja noch so ein Geheimnis. Also was mit ihm genau passiert ist. Es gibt nur verschiedene Erklärungsmodelle. Die Originalvariante ist ja, er ist ins Wasser gefallen, man hat ihn nie wieder gesehen. Ja, man hatte ja dann diese Version später, wo man sich nicht sicher ist. Genau. Dazu kann ich aus dramaturgischen Gründen an dieser Stelle nicht sagen. Also er kommt vielleicht wieder, vielleicht aber auch nicht. Das ist eindeutig. Ja, das ist sowas von eindeutig. Ja, dann vielen Dank. Eine abschließende Frage noch. Du schreibst ja sehr viel, eigentlich nur Science-Fiction, Fantasy. Zumindest immer mit einem Touch, mindestens. Also da wollen wir unseren beliebten Totengräber auch wieder rausholen. Der ist auch ein bisschen mit Fantasy dabei. Ist vielleicht da das Saarland fast schon zu langweilig? Das was ist zu langweilig? Das Saarland, du kommst aus dem Saarland. Ja, muss man da solche Länder aufpassen? Ich muss jetzt nochmal nachfragen, ob er wirklich Saarland gesagt hat. Nein, das Saarland ist ein Idyll und hat ganz viel Abwechslung und hat auch ganz viele Spukgestalten, mal davon abgesehen. Also wie überall auf der Welt gibt es, jeder hat so seinen Ort, hat seine eigene Sagengestalt. Und das Saarland ist ein wunderbares Land, in dem ich sehr gerne lebe. Ist halt so eine super Inspirationsquelle für dich auch. Ja klar, und vor allem man ist von da aus tatsächlich auch überall, wo man hin möchte, wenn man mal was anderes sehen möchte. Zumindest geht es mir so. Und Saarland ist super Inspirationsquelle, genau. Mal ein bisschen Werbung noch für Saarland. Schlechter Ruf kaputt gemacht. Jetzt in Richtung guten Ruf, das finde ich gut. Wir hatten niemals einen schlechten Ruf. Aber ich habe vorhin noch mal darauf hingewiesen, wir gehören immer noch nicht zu Frankreich. Ja, es wird zwar immer gerne mal behauptet, aber nein, wir sind immer noch da. Uns gibt es wirklich. Kommen Sie vorbei, schauen Sie das Saarland an. Und man kann Markus Heitz treffen, vielleicht. Jawohl. So ist vielen Dank fürs Interview und dann noch viel Spaß hier auf den Abgang. Ja, ebenso. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war unser Interview mit Markus Heitz von der Nordcon 2015 aus Hamburg. Oben rechts findet ihr Felix und Sascha als Spielkinder unterwegs, ebenfalls auf der Nordcon. Und unten rechts findet ihr unseren Testbericht zu Witcher 3 The Wild Hunt.